Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Basti und Matti Matchday. Wir sind heute in der zweiten Liga, KSC gegen Elversberg, 9. gegen 14. Geht um viel und wir sind heute mal in der Executive Lounge und nehmen euch einfach mal mit jetzt. Wir gehen jetzt rein ins Stadion und zeigen euch die KSC VIP Experience. Seid gespannt, los geht's! Ja, jetzt sind wir hinten am Stadion. Hier sieht man dann, wie die Spieler reinkommen. Matanovic, Jung und Co. gehen ins Stadion. Und die Fans holen sich natürlich Autogramme, nutzen die Chance hier. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Bild, wenn wir freundlich fragen. Rein geht's in die Kabine. Wir gehen nachher weiter. Und los geht's. So, wir gehen jetzt rein in den BB Bank Wildpark, nutzen hier den Eingang und gehen jetzt schön in die Executive Lounge und nehmen euch heute da mal mit. Das wird wirklich spannend, was da alles geboten wird. Los geht's. Jetzt sind wir hier in der Executive Lounge. Tolle Vorspeisen, Sashimi, Carpaccio, tolle Hauptgänge, Ribeye Steak, Adlerfisch. Das ist wirklich mega gemacht hier beim KSC. Wir fangen an mit einem Rinder Carpaccio. Matthias, du darfst probieren. Schmeckt's dir? Teste das Ganze jetzt mal. Teste mal hier das Rinder Carpaccio. Ja. Sieht extrem lecker aus. Und deine Bewertung, 1 bis 10? 10 von 10. Also muss sagen, hier mega. Ist auch der Caterer die Traube in Thonbach, ein ganz bekanntes Restaurant. Und wir lassen es uns jetzt mal gut gehen. Weiter geht's. Jetzt geht's weiter mit der Vorspeise. Ein leckeres Sashimi. Oh, ich glaube, ich gehe mit 6 Kilo mehr heute raus. Und weiter geht's mit der Vorspeise. Büffelmozzarella mit marinierte gelbe Beete. Oh, ich glaube, ohne Spaß, der Bauch wird voll heute. So, weiter geht's im Hauptgang hier. Ein Ribeye Steak von Milchkalb. Matthias, bis jetzt mega, oder? Mega. 10 von 10 der Bereich. So gut. Selten so gut gegessen beim Fußball. Lass es dir schmecken, Wahnsinn. Dankeschön. Und der nächste leckere Hauptgang, es gibt Adlerfisch mit Beilage. Matthias, ist Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Bist du hier zufrieden heute? Sehr zufrieden. Also in dem Bereich hier, im VIP-Bereich, ist der KSC Champions League, muss man sagen. Wahnsinnig gut. So, jetzt gehen wir mal raus auf unsere Plätze hier. Es läuft das Partnerlied. Matthias, und zufrieden? Super Experience hier. Freuen wir uns richtig aufs Spiel jetzt. Und da hinten seht ihr die KSC-Fans. Und hier drüben im Eck die Gästefans aus Elversberg. Schöne Choreo hier. Ja, wir sind direkt dran. Jetzt kommen die Mannschaft aus Fell, KSC und Elversberg. Mega Blick hier. Wir hoffen, ein gutes Spiel. Und obligatorisch, Matthias, was ist dein Tipp heute? Mein Tipp ist heute ein 3:0 für den KSC. Was ist deiner? Was steht? 4:2 und hier geht die Fahne runter. Geile Choreo. Die KSC-Fans lassen sich immer was Geiles einfallen. Das sieht echt mega aus. Das hat nichts mit zweiter Liga zu tun hier. Und hier stehen sie. Gleich geht's los. Richtig schöne Choreo hier. Wirklich toll. Das Stadion auch echt gut gefüllt. Ich meine, hier ist es kalt und es geht gegen Elversberg Abstiegskampf, aber der KSC zieht einfach in der Region. Richtig geil. Und Anpfiff in Karlsruhe, pünktlich 13:30 Uhr. Ich hoffe auf ein richtig geiles Spiel. Thank you.
Vorsprung. Ich glaube, beim 4-2 liege ich gut. Was für ein Tor. Aber sie haben ein paar Mal gebraucht. Ein Abpraller, Torwart pariert gut. Und dann das 1-0 für KSC. Sehr, sehr geil. Ach, Matthias, und was sagst du zum Start? 5 Minuten 1-0, Mensch, super Stimmung. Und das wird ein klassisches Spiel. Okay, oder das sechste. Tor für KSC, Torschütze, unsere Nummer 15, Jenny! 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 Neuer Spielstand im Windpark, KSC! Cool. Danke. Bitte. So kann es weitergehen hier. Mega. Der KSC macht hier richtig Dampf. Richtig Dampf in den ersten Minuten. Ey. Elversberg nur hinten drin und... Ob irgendwie jetzt das Ding reingleichert. Oh, wieder ein guter Abschluss hier. Von Gudu. Oh, nächste Chance von KSC. Hier geht's mal ab, ey. Die Legel und die Feuerwehr! 2-0, ich kann gar nicht so schnell auf den Auslöser drücken. Wahnsinn, genießt die Atmosphäre. Das war die 16. Spielminute. Wahnsinn! Macht Druck nach vorne. Genau. Also gefühlt hat der KSC ja 80% Ballbesitz und spielt voll unter Kontrolle. Also Wahnsinn. 2-0. Ganz wichtig hier im Abstiegskampf. Ganz wichtig. Boah, KSC wieder vorne. Das geht hier nur aufs Elversberger Tor. Steht auf für KSC. Auf hoch geht's. Für den KSC. Da stehen wir natürlich auch auf hier. Stehen alle. Jetzt mal erste Ecke für Elversberg, was passiert? Kommt gut rein, aber ja, gut raus. Ja. Gut rausverteidigt. Heißt, sie hat es wieder voll unter Kontrolle. Elversberg, echt. Nimmt gar nicht teil am Spiel heute. Ja, und da ist das 1-2 in der 29. für Elversberg. Da schläft die ganze Hintermannschaft. Ich habe es leider nicht drauf, aber. Aus dem 29. Spielminute, Tor für die SV Elversberg, Torschütze mit der Nummer 17, Paul Wanner, aktueller Spielstand 2-1. Kommt ein bisschen überraschend, oder? Außerdem Abwehrpen vom KSC und ja, Elversberg macht einen Anschlusstreffer. Schade, weiter geht's. 29. Minute. Matthias, was sagst du, darf nicht passieren, oder? Darf nicht passieren. Spiel im Griff, einmal nach vorne, darf einfach nicht passieren. Ja klar, dann Torwart holt noch gut raus und dann 1-2. Also, völlig überraschend. Völlig. Ich dachte jetzt, dass es kommt. Nie. Ich war ganz entspannt, dass der KSC ist hier 3-4-0 runterburg. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht hier. Ja. Oh, fast im 3-1, der Matanovic. Eieieiei. Aber der KSC gibt weiter Gas. Wird auf jeden Fall ein packendes Spiel hier. Mein 4-2 ist immer noch heiß. Zur Spielzeit in der ersten Halbzeit.
schauen, was passiert hier. Jetzt hat sie nach dem Anschlusstreffer von Ellersberg schon das Spiel ein bisschen vorzugehen. Ellersberg macht jetzt ein bisschen besser. KSC mit wenig Ideen. Ja, hoffen wir, dass die zweite Hälfte doch dann besser wird. Ja. Oh, letzte Sekunde laufen hier in der ersten Hälfte. Komm, schmeiß es rein. Ah. Oh, der ging deutlich drüber. Ist dann eigentlich auch nicht so zufrieden hier, aber gut. 2:1, aber da kann man schon mehr draus machen, ja. Ja, Halbzeit in Karlsruhe und die Spieler gehen rein. Halbzeitstand 2:1. Schauen wir mal. Und zufrieden mit der ersten Halbzeit? Ja, schönes Spiel. KSC deutlich überlegen. Dann Tor aus dem Nichts und jetzt geht's weiter. Wir trinken jetzt noch was, gell? Weiter geht's. Ah, jetzt Halbzeit, jetzt haben wir uns eine Currywurst verliehen, das gibt es ja natürlich auch eben in der Executive Lounge. Matthias, bitte deinen Currywurst-Check, wir haben schon viele gegessen. Ultimative Currywurst-Test. Gehört dazu beim Fußball. Und? Gut? Sehr, sehr, sehr gut. Und noch ein schöner Moorbirne-Schnaps dazu. Ja, zum Wohl, lasst es gut gehen. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück auf den Plätzen hier. Hat ein bisschen gedauert, haben noch ein leckeres Currywürstchen gegessen, aber weiter geht's hier in Karlsruhe. Gerade ein Lattentreffer für Elversberg. Hoffen wir mal, dass der KSC jetzt das Spiel macht. Und es geht gleich nach vorne. Ja, wir freuen uns auf. Oh! Ja, wir freuen uns auf eine spektakuläre zweite Hälfte hier in Karlsruhe. Jetzt Elversberg und Freistoß. Gefährlich. Ja, schön rausgeklärt. Und nochmal. Oh, da lässt er aussteigen. Gefährlich. Und bleibt noch einmal. Ja, Elversberg kommt jetzt deutlich besser aus der zweiten Hälfte. Ja. Und ich hab's leider nicht drauf. 3:1 mit KSC. In der 53. Minute. Ja. Super Reaktion, super Team. Super, wir haben jetzt 3:1 in Karlsruhe. Super Tor vom KSC. Keiner bleibt hier sitzen, alle drehen komplett durch. Ich hab's leider nicht drauf. Ja. Und mein Tipp ist immer noch eins. 4:2 liegt noch in der Luft. Das ist die 53. Spielminute. Tor für den KSC. Torschütze. Unsere Nummer 9. Igor. Neuer Spielstand im BB-Mann-Grillpark. KSC. 3. Elversberg. 0. Danke. Ja, Weltklasse hier. So kann es weitergehen. So, jetzt Freistoß KSC. Schweiß es doch mal rein. Der kommt. Ah! Leider nicht. Weiter geht's. Und Elversberg im Angriff vorne. Oh. Guter Angriff von Elversberg. Oh, wieder Chance hier für den KSC. Kann gar nicht so schnell filmen. Und ehrlich gesagt, bin ich auch schon leicht angetrunken. Aber das ist vollkommen egal. Jetzt nächste Ecke. Oh! Aluminium. Ganz gefährlich hier. KSC kommt deutlich besser aus der Halbzeit von Elversberg im Konter hier. Nein. Und Anschluss 2:3 für Elversberg. Oh, ja. In der 63. Minute. Ja, richtiger Schlagabtausch. Mein 4:2 ist immer noch heiß. Matthias ist raus mit 3:0. 63. Spielminute. Tor für die SV Elversberg. Torschütze mit der Nummer 4. Ja, und die Elversberger Fans da drüben. Ihr könnt das sehen, die feiern natürlich. Heute offener Schlagabtausch hier im Wildpark, mega Spiel. Oh, Elversberg macht hier richtig Druck, leider nach. Wieder ein recht guter Abschluss. Uiuiui, so eine spannende zweite Hälfte hier. Oh, war das knapp. Fast der Ausgleich, alter Schwede. Elversberg macht hier richtig Druck. Boah. Da hat der KSC echt Glück, dass das nicht das 3:3 ist. Wow.
gefährlich. Elversberg jetzt deutlich stärker. Geist mit wenig Ideen nach vorne, aber ich hoffe ja, mein Tipp fällt hier mit 4:2. Ratti ist schon raus mit seinem 3:0. Zahl der KSC bedankt sich heute bei 23.654 Fußballfans. Dankeschön. Also hier sind noch gute 5 Minuten zu spielen. Plus Nachspielzeit. Und ich sage ehrlich, ich bin gern, ich möchte meinen 4:2-Tipp jetzt wirklich drin haben. Ich drücke mir jetzt mal selber die Daumen, dass es klappt. Spiel verflacht ein bisschen, der KSC macht ganz gut, souverän spielt es runter. Elversberg auch nicht mehr so gefährlich. Schauen wir, was hier in den letzten Minuten noch passiert. Los geht's. Für die KSC-Fans kann hier schießt ein Tor. Wünsche ich mir natürlich auch, dass hier noch das 4:2 fällt. Aber momentan Elversberg am Drücker, bitte. Bitte zu den Angriff. Ja, ja, okay. Das war nix. Und jetzt ein Konter, los geht's. Was? Was? Mach das Ding doch rein! Mach das doch rein! Ah, oh, nee, fast das 4:2. Ah, zum Kotzen. Oh, nee. Nachspielzeit läuft, Elversberg kommt noch mal, hey. Ich hoffe, die KSC bringt es über den Runden hier. Bitte macht doch jetzt das. Macht doch jetzt das 4:2. Aha. Elversberg wirft doch mal alles nach vorne. Der KSC verteidigt es aber gut raus. Aber hey, nerven geht's. Elversberg wirft nochmal alles nach vorne, aber das dürfte jetzt hier gewesen sein. Spannendes Spiel, 5 Tore. Und sehr, sehr geile Stimmung von KSC. Richtig geil. Und vorbei. Spiel ist aus, KSC gewinnt mit 3:2 hier gegen Elversberg. Wichtige 3 Punkte im Abschließungskampf für den KSC. Fans sind zufrieden. Holt mir die 3 Punkte, KSC. Ah, hier unten wird es abgeklatscht. Ja, da feiern sie natürlich auf Platz. So, KSC, ole, ole. Defense sind einfach immer Weltklasse. Kann man gar nichts sagen. Da unten stehen sie.
vor der Tribüne die Mannschaft des KSCs und jetzt ist der Jubel natürlich grenzenlos. Ganz wichtige drei Punkte. Ich bin jetzt mal ruhig, genießt es. Was darf natürlich fehlen? Das Spielfazit, Matthias, und? 5 Tore, klasse Spiel, super Stimmung hier in Karlsruhe, was will man mehr? Top Fußballsonntag. Und warst du mit dem VIP-Bereich zufrieden oder ja, bist du zufrieden? Klasse. Also das Essen war top, selten so gut gegessen, richtig klasse, sehr, sehr schön. Wir schauen uns noch ein bisschen um hier, vielleicht können wir noch die ein oder andere lustige Situation erhaschen im Wildpark. War wirklich mega, mega schöner Spieltag, zweite Bundesliga, weiter geht's. Matthias, jetzt geht die Spielerei, jetzt schreiben wir mal, vielleicht winkt uns mal einer. Hier, echt gute Leistung. Und wir jetzt ein wunderschönes Feld, verabschieden wir uns. Hier, Bravo, hey! Ja, und da ist er hier, mit der Nummer 13, Lars Stempel. Super Spiel, klasse Leistung. Wunderbar. Sehr sympathisch. Bist du zufrieden mit dem Spiel heute? Perfekt, dann einmal abklatschen. Matthias und das Maskottchen feiern. Bist du zufrieden? Super! KSC steigt niemals ab. Weiter geht's, wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Und Matthias, warst du zufrieden hier? Es war so, so schön hier. Die Atmosphäre klasse, Essen klasse, Stimmung super, richtig. Ja, auch tolle Tische hier, wenn ich euch mal mitnehmen darf. Hier sitzt man super. Saubequeme Tische, richtig geiler Service am Platz. Und zum Abschluss gehen wir jetzt, glaube ich, noch einen schönen Cocktail trinken und schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwas erhaschen hier. Also es war wirklich mega geil. Jetzt gibt es hier noch einen leckeren Cocktail an der Bar. Für mich gibt es einen leckeren frischen Espresso. Matthias, zufrieden? Einen Hazel auf den Sieg, absolut. Mega lecker und der Bereich ist richtig toll, richtig hochwertig. Also der KSC hat es hier sensationell umgesetzt im neuen Stadion, traumhaft. Ja, hier auch bei der Bar eine echt Riesenauswahl an Alkoholiker, Champagner, Wein, Schnaps. Wir gehen jetzt raus hier aus dem Stadion und schauen uns hier noch ein bisschen um, die anderen Bereiche, was es hier noch gibt. Echt wunderschön gemacht hier, die Executive Lounge beim KSC. Hier direkt Blick raus aufs Feld, wunderschön. Schauen wir mal raus, darf man da reingehen? Haben wir einen recht geilen Blick hier. Wunderschön. Jetzt gehen wir hier noch durch die Wildbar, Wildparkclub, auch recht schön. Und Matthias hat noch ein paar Karten verloren. Wir gehen jetzt hier raus in die Nacht. Zack, raus geht's. Perfekt. In die Nacht. Jetzt sind wir noch mal im Stadion, Innenraum beim KSC und verabschieden uns mit dieser idyllischen Aufnahme. Matthias ist auf dem Platz. Ich bin hier auf dem Rasen nochmal. Ah, der ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Weich. Und direkt vom Fanblock. Verabschieden wir uns von euch. Basti, Matti, Metzger sagen danke. Wir sehen uns wieder. Viele Grüße. Bleibt gesund. Ciao. Wir sind jetzt noch im Wildparkstadion. Sagen danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sitzen gerade wo? Direkt auf der Trainerbank am Spielfeldrand. Und genießen nochmal den Blick es nach vorne. Ist wirklich traumhaft. Ich zeige es euch mal. Insgesamt so überragend. Wir sitzen jetzt hier direkt auf der KSC-Trainerbank im Wildpark. Es ist traumhaft hier. Die Atmosphäre, die Ruhe. Der Platz. Wir sagen danke und wünschen euch wirklich auch nochmal jetzt frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Macht's gut.